Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Wir sind gerade dabei, unsere südliche skandinavische Flanke unter unsere Kontrolle zu bringen, um dort letzten Endes keine Probleme mit Invasoren zu bekommen bei unserer Eroberung Skandinaviens. Und so würde ich gleich wieder ins Spiel wechseln. In dem letzten Teil haben wir die beiden Provinzen. Hier drüben Savo abspenstig gemacht. Nun wäre theoretisch das nächste, dass wir nach Möglichkeit hier Onega von Novgorod trennen. Dann bekommen wir da, glaube ich, eine ganz gute südliche Flanke hin. Hätten zwar wieder Probleme mit Chudia und wahrscheinlich mit ein paar Truppen aus Estland. Das wären hier 2000 Mann. Wobei der Häuptling ist bei uns als Gefangener. Weiß ich nicht, ob der es riskieren würde, anzutreten. Estland hat selbst gerade gar keine Truppen, was ein guter Zeitpunkt wäre. Und die hätten auch fast keine Truppen. Daher wäre das ein guter Zeitpunkt, um nach Möglichkeit hier gleich Onega im Streiche zu erobern. Und da wir schließlich ein wilder Wikinger sind, würde ich gleich in die Richtung das Ganze versuchen zu treiben. Unsere Truppen sammeln sich gerade wieder. Unser Gefangener tritt dem Krieg bei. Ich kann den Jungs nicht einzeln. Du weißt, dass deine Jungs eigentlich keine Chance haben, das Ganze auch nur ansatzweise sinnvoll für sie zu retten. Die wilde Jagd. Als Malm Friedre mich auf eine Jagd einlud, zögerte ich nicht lange und nahm an. Ich konnte keinen schöneren Anblick vorstellen als ihr atemberaubendes Profil auf dem Rücken eines Hengstes. Ich schleiche durchs Unterholz und ein Page hinter mir, mein Jagdhund knapp vor mir. Scheinbar hat er eine Spur gefunden. Doch dann wird meine Konzentration von einem Aufschrei gestört. Wir eilen ihr zu Hilfe. In einer gefühlten Stunde, die Wahrheit wohl lediglich eine Minute war, erreichte ich eine Lichtung. Mein Friedre lag vor mir auf dem Boden, zerzaust und ohne Waffe. Ihr gegenüber steht eine gewaltige Bestie, bereit zum Angriff. Mein Pfeil trifft das Biest und es fällt zu Boden. Ein Augenblick lang kann mein Friedre nur ungläubig starren und dann stolpert sie auf mich zu und wirft sich in meine Arme. Ja. Und wir brauchen sie, unseren Augenstern, hier und jetzt. Meine Tante Elfre Hildre hat ein Kind zur Welt gebracht. Nehmen wir doch
Takadre. So. Die Jungs, die dürfen nach Hause. Und wir belagern die feindlichen Siedlungen. Haben damit die feindlichen Armeen leicht geschwächt. Ich vermute mal, Elfrhildre Gautzke erhielt die Eigenschaft schwanger. Die ist wirklich aktiv. Wir belagern einfach weiter. Die Schmach eines Bastards. Man sieht meine Konkubine Elfre Hildrin nun schon eine Weile an, dass sie ein Kind erwartet. Ich hätte nicht im Traum dran gedacht, dass das Kind von jemand anderes sein könnte. Allerdings hat sie nun offen vor allen gestanden, dass sie das Bett mit Graf Friedrichre geteilt hat und er der Vater ist. Dann sagen wir doch an der Stelle, war schön mit dir als Konkubine. Du darfst letztendlich wieder deiner Wege gehen. Außerdem habe ich dann einen weiteren Platz für eine Konkubine frei. So. Wir haben den feindlichen Häuptling als Gefangenen gemacht. Das heißt, wir können auch hier den Sieg erzwingen. Haben recht ordentlich nach Osten unser Reich ausgeweitet. Und so auch, das ist ja schade, dass wir dir nicht direkt das umdrehen können. Töchter können ja leider keine Ländereien aktuell erben. Auch er hat schon.
Das ist ein bisschen spannend. Das wäre doch fast geeignet für eine Konkubine. Dann handeln wir bei ihr die Freilassung gegen Bekehrung und Überlauf und ein Druckmittel. Bijas. Okay, wenn du nicht bereit bist, deinen Glauben aufzugeben, dann können wir dich auch beseitigen. Und Nico, du willst mit einer 13-Jährigen was anfangen. Weißt du, dass das eigentlich keine so gute Idee ist? So haben wir es nämlich dann für dich erstmal geklärt. Dann können wir nämlich jetzt ein großes Blut abhalten. Bitte alle einladen. Und wir können auch gleich noch einen Runstein. Oho. In Sotavala. Und ich bin immer noch über Domänenschwelle. Wir können mit unserem Sohn ein Bündnis aushandeln. Haben aber immer noch das Problem, dass wir einen geschickten Nachfolger benötigen. Wobei, wir rekrutieren dich erstmal an unseren Hof. Dann haben wir doch gerade, glaube ich, hier irgendwo nee, nicht die 35-Jährige. Irgendwo hatten wir hier eine 13-Jährige. Mit ganz viel Anspruch auf hier oben lustige Titel.
Ganz genau. Sie würde ich ganz gerne mit. Alter. Dem Aki zusammenbringen. Schade, schade, schade. Könnte das bei ihr besser funktionieren? Es wäre ein guter Coup gewesen. Trotzdem sollte ich dann gleich mal gucken. Auch euch holen wir an unseren Hof. Partner ist immer noch wandernd. Das war doof. Der mag mich anscheinend wirklich nicht so richtig. Den würde ich eigentlich auch ganz gerne noch mit an den Hof holen. Verkuppeln wir dich erstmal. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Damit das Ganze noch mal ein bisschen sinnvoller wird, dann bekommst du auch wenigstens mal diese Liegenschaft. Du darfst auch noch das Jaltum von Skane direkt schon mal mit übernehmen.
Ratskanzler. Wir haben gerade keinen Mächtigen. Dann können wir auch einen Fähigen nehmen. Dann bekommst du noch die beiden Regionen hinzu. Haben wir, glaube ich, auch hier schon mal richtig ordentlich was geschafft. Wir können ihren Vormund zuweisen. Sie ist rauflustig. Geht aktuell auf den kriegerischen Weg. Oder Richtung Ränkespiel. Nö. Nehmen wir das Ganze und du darfst gerne bei mir in die Lehre. Ja, bei mir in die Lehre gehen. Meine Gemahlin, König Malmfridre, erwartet ein Kind und ich sollte überglücklich sein. Allerdings verhält sie sich in letzter Zeit merkwürdig. Dann gehen wir dem Ganzen diskret nach. Wird sich wahrscheinlich so und so im Sande verlaufen. Ja, das Ganze ist wieder unbegründet. War mir doch so und so schon wieder klar. So, wir haben ein Dynastievermächtnis, was wir wählen können. Wir können zusammenlaufendes Blut wählen, um weiter positive Eigenheiten zu verbessern. Wir können Haus von Kriegern, was unser Kampfgeschick und die Effektivität unserer Ritter erhöht. Nein, ich will hier erstmal ein Haus von Kriegern. Das große Blut. Ein Blut kann eine große oder eine kleine Angelegenheit sein. Der Tradition nach gibt es sowohl Menschen- als auch Tieropfer. Wir nehmen Menschenopfer.
Wir haben wieder einen freien Ratsposten. Nehmen wir Häuptling Omara. Oder Ormre. So, Jungchen. Du hast Jelti. Dann darfst du auch Jarl von Jamterland werden. Und dein anderer Bruder? Der hat keinen Anspruch. Dem fehlt immer noch alles, weil seine Frau ist die Eigentümerin der Titel. Dann wird das beim nächsten Krieg ausgefochten. Das große Blut. Die Gäste sind beim Blut sind derart zahlreich, dass sie die gesamte Gegend um das Gotteshaus herum bevölkern. Sie fesseln ein ohrenbetäubendes Gebrüll, als eine Traube von verängstigten Gefangenen zum Altar getrieben wird. Ihnen dicht auf den Fersen folgen noch einige Tiere. Das erste Opfer schlägt wild um sich, während der Goden ihn erdrosselt. Das Licht in seinen Augen erlischt langsam, während das erste Tier geschächtet wird. Leichen hängen in den Bäumen, Tiere landen auf den Feuerstellen, sämtliches Blut wird in einer Schale gesammelt. Goden verwenden es, um die Wände des Goldenen Hauses drinnen wie draußen zu bemalen. Ein wahrliches Spektakel. Scheint es doch leicht windig zu werden. Für Odin, für Freya, für Njordre. Ich glaube, das ist. Und wir können auch noch den Häuptling übertragen. Macht das Ganze schon mal wieder ein bisschen mehr straight. Und ich sag mal so, da haben wir, glaube ich, ganz gut was geschafft. Und an der Stelle würde ich die Gelegenheit gleich mal nutzen und dass wir an dieser Stelle dann erstmal für heute ein bisschen Pause machen. Bis dahin, euer Gentle.